Hä, wo war das denn? Adel, ich muss hier immer komplett. Ja gut, dann fahre ich wenigstens wirklich den Weg. Natürlich fahre ich den Weg nicht. Der war übelst schräg hier. Da ist der hier an der Seite tatsächlich schon mit am entspanntesten. Oh, ist das eine Tour. Wegen einer Aufgabe, die eigentlich voll sinnlos ist. Ah, naja, können wir hier wenigstens immer tanken. Fahren hier. Also hier, wisst ihr schon. Dann nochmal über die. Oh, oh, oh. Ich fahre so weit, nur um dort oben dann wieder umzukippen. Abend aus dem Lurk, Süppchen, grüß dich. Die Frage ist, ob es dann noch Snowrunner-Streams geben wird, wenn du neu anfängst. I don't know. Was ist die beste Map, Christian? Oh. Oh. Erstmal muss ich ja sagen, ich habe noch nicht alle gespielt. Und ich finde auch... Was ist die beste Map? Wenn ich mal ehrlich bin, ist es für mich doch schon Michigan. Ich erlebe das jetzt gerade halt, wo ich es auf dem PC spiele. Ich mag dort halt, da wird sehr viel mit Zwischensequenzen gearbeitet. Man hat diese schönen großen Bausattelanhänger, die es ja dann im späteren Spiel gar nicht mehr gab. So, gut, wir haben ja die großen Flügel transportiert hier. Das haben wir gemacht, ja. Aber Michigan ist schon geil. Michigan ist schon gut. Und ich bin ja dort jetzt gerade bei der Smithville-Talsperre unterwegs. Und seien wir mal ganz ehrlich, die Map mit diesem Staudamm, die ist jetzt einfach mal so vom Aufbau her total geil. Ich finde die wirklich geil. Amur, ja, ja, komm. Setzen 6. David hatte es ja auch mal, dass sein Spielstand weg war, aber der war bei weitem nicht so weit wie du. Und durch die Starthilfe von dir und der Community ging es dann halbwegs. Aber wäre ich so weit wie du, würde ich nicht neu anfangen, glaube ich. Ja. Ich muss da echt mal gucken, weil man kann doch irgendwie den Speicherstand auch auf dem Stick mal machen, dass man da einfach so ein Zwischending vielleicht mal einfach auf dem Stick sich nochmal so ballert oder so. Mal gucken bei Gelegenheit. Das Ding ist, wenn mir hier die Fracht runterfliegt, ich habe hier keinen Kran und sowas, ne? Wieso wackeln die Bretter, ne? Warum eine 6? Verstehe ich nicht. Ich schon. Ich schon. Ah, mieser Stein. Wofür kann man bei PlayStation Plus die Spielstände hochladen? Ah, danke für den Hinweis. Und eigentlich habe ich ja das eingestellt bei mir, dass er den Spielstand immer mit der Cloud synchronisieren soll. Ey Christian, hab so Rockets auf 2 Sterne Silber. Na siehste. Ach, das sind doch die Anfänge von Champions. Ist das nicht herrlich? Eigentlich war ich ganz stolz auf euch, dass ihr es jetzt so lange heute schon mal hingekriegt habt, in einem Snowrunner-Stream nicht von Champions zu reden. War ich eigentlich richtig stolz auf euch, aber nach 3,5 Stunden...
ist es dann halt einfach rausgepoltert. So wie die ganze Zeit so, ich muss was sagen. Na komm. Noch alle wach. Oh, eigentlich den Vogel aufgeschreckt. Das tut mir aber leid. Nicht nur den, nur ein paar andere. Sorry. Ich Schwein. Muss auch mal eine Pause vom Showdown machen. Zieht sich wie Kaugummi. Oh, und jetzt sind sie drinne. Jetzt sind sie wieder drinne. Okay, warte mal. Ich spiele auf dem PC und habe zwei Sicherungskopien. Eine auf externe Festplatte und eine auf dem USB-Stick. Weil ich ja, bin ja schon 800 Stunden im Spiel. Ja, das ergibt dann vollkommen Sinn. Boah, der Anhänger da hinten, ey. Sonntag ist Fehde. Oh, verdammt. Okay. Ja, stimmt ja. Christian, ich glaube, ich habe jetzt was Tolles angefangen. Ja, Knorosso, danke. Mensch, guck mal, jetzt sind wir schon auf der Höhe von dem Tutz. Wow. Du ahnst es nicht. Genau. Ach, Champions, uns interessiert doch viel mehr, wann du Supercard wieder spielst. Sind wir wieder bei dem Thema. Um Gottes Willen. Don't chat and drive, sonst... Ja, du hast recht. Du hast recht, ein bisschen konzentrieren. Es ist hier alles nicht so ganz ohne. Ich warte noch auf den Fortnite-Stream. Oh Gott. Den ich versprochen habe? Ich habe Fortnite versprochen. Habe ich da getrunken? Habe ich da was von Janas Ingwer-Schnaps gesoffen? Adel, danke! Ne, wir haben genug Sprit, aber man weiß wenigstens, wo wir da jetzt so ungefähr sind. Ich habe nie einen Fortnite-Stream versprochen.
Dachte schon, wenn wir über Blödsinn reden, dann mal so richtig. Ich dachte schon. Ich dachte schon, ich hatte mal so einen Moment der Schwäche. Wo ich wieder irgendeine Wette eingegangen bin oder sowas. Ist ja böse, in Fortnite nur von Süppchen flachte. Ja, ist klar. Oh, scheiße. Warte mal. Jetzt ist hier natürlich ein bisschen blöd. Mit den Stones und so. Steine mag er nicht. Ah, das ist jetzt so eine Stelle, wo man umkippt, wenn man die aufpasst. Wir nehmen die Wiese. Ist das hier ein Betonwimpel? Nee. Ist ein durchsichtig sein Wimpel. Erst lenken. Oh. Es ist ein Betonwimpel. Oh, kurz Luft holen hier. Adel. Oh, da ist die Brücke. Da sind wir wenigstens schon mal auf der richtigen Insel. Timmy, grüß dich. Ihr auch gesundes Neues. Grüße. Sag mal, bin ich hier richtig, Leute? Ja. Ach, ich muss doch hier dort rein. Scheiße. Hier wenden wird ja jetzt auch wieder so richtig geil. Okay, Christian. Das wird hier Brühe. Hab ich mich verfahren, Mann? Komm ich hier nie raus. Ich will nicht abkuppeln. Kann man denn... Hier kann man wenden. Und jetzt nimm doch bitte mal den Knick, wie wir es von dir erwarten. Danke!
So, jetzt aber. Können wir mal ein bisschen. Jetzt kommt die Pissstrecke. Oh Gott. So ein Weg für einen Scout. Warte mal. Schauen wir hier vorbei. Sehr schräg hier alles. Ich da. Ich habe mich verfahren. Nee, habe ich nicht. Ich mache alles richtig. Ja, Digga. Okay, gut. Wow, 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 wow. Das ist ja echt eine Umfrage oben drin. Ich will die Umfrage sehen. Was ist die Umfrage? Welches Spiel sollte Christian mal im Stream zocken? Um Gottes Willen. Minesweeper finde ich gut. Agony. Gott, ich will ja gar nicht. Ich will ja gar nicht sehen. Christian, jetzt lass dich nie ablenken. Sag mal so. Das Ziel ist in Sicht. Rechts, 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 rechts. Hier ist kein Windenpunkt, ne? Also wenn's... Oh, und Stein. Ach, ist das schräg. Ja. Ja. Der Anhänger. Ist noch da. Kämpf, mein guter, kämpf. Jetzt liegt der so Pisse da, ne? Warte. 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 Ich schmier hier gleich... Nein! Scheiße! Ist ja irgendwo ein Windenpunkt!
Ich spiele hier ab. Ich spiele hier gerade ab. Aktiviere! Wo soll ich das denn abgeben? Frachtverwaltung. Okay, ist mir alles egal. Wie wende ich jetzt hier? Das ist ein Panzerwagen. Ich bin mit deiner Fahrleistung heute nicht zufrieden. Was? Ja, und nu? Christian. Das war so nu. Jetzt mach den Knick. Lass ihn da jetzt stehen. Mir egal. Aber mal ehrlich, würde es eine Umfrage geben, an denen du dich halten müsstest und die Community würde über Fortnite stimmen, kann man mittlerweile doch super cheaten. Nein, wir spielen das nicht. Wir spielen das nicht. Bin dann weg, wünsche euch noch einen schönen Abend und gute Nacht. Ebenso, Knorosso, hau rein. So Leute, wie kriege ich denn jetzt hier den Bogen? Oh, jetzt dreht er sich auch noch mal so blöde, ne? Kriegst die Tür nicht zu. Sein Motor läuft ja. Der hat sich gedreht. Wie kriege ich den? Ich möchte das nicht sehen. Scheiße. Eigentlich kann ich hier nur Kamehameha-Aktionen machen. Dass der hier... Ja! Fast! Aber vielleicht läuft er jetzt. Okay, der Motor läuft. Warte. Weg. Ich krieg ihn nicht raus. Ich krieg ihn nicht raus. Blickt hier einer durch? Ja. Jetzt die Chance.
sollst dich ranzen zu. Ja! Kann ich hier mal ganz cool parken? Wie er die Kurve nicht kriegt, ne? Na Christian, und dann? Dann wickelst du dich hier rum. Ich bin nun manchmal so ein richtiges Genie, ey. Ich muss den rückwärts rausziehen. Ich komm hier nicht. Warte mal, vielleicht. Hätt hier nie irgend so ein Honk, so ein Anhänger hier hingestellt. Wenn ich meine Meinung mal abgeben darf, ich vermisse ein bestimmtes Spiel. Mir fehlt eine Videoreihe. Ja, die Budget Games, ja. Da habe ich tatsächlich jetzt auch die Tage erst wieder drüber nachgedacht. So, jetzt komm hier. Du hier die Kurve nicht kriegst, ne? Das ist so faszinierend. Wie schon geschrieben, Gollum ist gerade billig. Oh, hör mir auf. Jetzt liegt der Arzt auf, ey. Ich bin... Ich könnte so... Das ist gerade so eine richtige Situation. Ich könnte so abkotzen. Stell dich wieder hin. Oder, ja, dreh dich nach vorne. Was denn jetzt? Ach so. Ja, ergibt Sinn. Das war meine Schuld. Was kommt, das kriegen wir hin. Oh, er ist erstmal am Haken. So, jetzt runter hier. Oh! Okay, Plan B. Der Six bringt den Hemel. Und der Voron schnappt sich den Anhänger. Und ich kann nicht lenken mit dem Voron, ne? Das ist so faszinierend auf den Stein. Hemi, grüß dich. Machen wir es jetzt so. Kannst du nicht lenken, ne? Du rutscht hier halt einfach nur weg. Gut. Six. Du musst das Ding Häme bringen. Was heißt hier, was machst du für Sachen? Immer besser machen, sage ich. Zieh ich jetzt hier einfach. Oh, er ist zu schwer. Er ist auch für den Six zu schwer. Oh, oh Gott. Er schalt den Motor ab. Ey, der geht mir ja jetzt schon auf den Arsch hier.
Nicht nach hinten gucken. Nee, mach ich nie, Pasi. Um Gottes Willen. Marker tiefes Wasser? Und so tief ist das in das Zelt. Boah, Leute, okay. So, wir sollen in die Werkstatt. Die Kiste will ich echt Häme bringen jetzt. Dann fahren wir den Pissweg. Den Pissweg. Hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. Und damit Essilator sich ärgert, fahre ich hier rein. Dann bringen wir das Ding heme. Christian wirkt überfordert. Ach, Quatsch. Das ist hier halt mal wieder so ein richtig schöner Snowrunner-Moment. Wo man sich freut, wenn es danach erledigt ist. Ich weiß zwar nie, weil ich mit so einem Rennarzt soll, aber nimmt man mit. Starten. Der Renntruck ist später ein ganz guter Scout. Okay. Aber kann der auch Scout-Anhänger ziehen? Nee, nicht verraten. Ich will das alleine rauskriegen. Irgendwie sieht das richtig schön funky aus. So abgespaced. Wie so ein kleiner. Oh, wie so ein kleiner Imbiss. Oh, ich habe irgendwie Hunger. Durch. Der ist voll universell einsetzbar. Okay. Nichts verraten. Ruhe. Ruhe. Ich will selber durchklicken und gucken, was der so macht. So, hier rechts, ja. Ist universell einsetzbar. Ihr hört aber auch nicht auf. Mein Gott. Aber trotzdem das Mysterium mit dem letzten Upgrade, das hat übrigens immer noch keiner beantwortet von euch. Ob es auf dieser Map wirklich 4 Upgrades gibt oder ob das wieder ein Anzeigefehler ist.
Wir sind gleich da. Und er hat die Farbe schön. Dieser Escalator. Hast du nicht alles aufgedeckt? Bin der Meinung, zwei gesehen zu haben auf der Karte. Ja, wir haben drei Stück, haben wir auch schon eingesammelt. Aber halt im Menü wird angezeigt halt jetzt drei von vier. Das ist halt so ein bisschen merkwürdig. Gott, Leute, ich bin da. Das war eine Krampfmission mal wieder. Also für mich. Wir haben einen Truck gewonnen. Neuer Truck, der Azo 431, so ein Sprinter. Ach was. Du bist also der Azo 431, so ein Sprinter. Gleich mal zum Anhänger schon. Wird bestimmt gar nicht gehen. 350 Liter. Okay, der kann gar nichts ziehen. 350 Liter, das kleine Ding. Irgendwann müssten wir mal die SnowRunner-Experten aus der Community zusammentrommeln, um für Christian ein SnowRunner-Quiz zu erstellen, welches er in einem Stream dann versuchen muss zu beantworten. Das ist allerdings wirklich eine geile Idee, muss ich sagen. Commander, dir auch einen wunderschönen Abend heute noch und gute Nacht. So, wir haben Motoren über Motoren über Motoren. Guck mal, wir wollen hier viel Sprit verballern. Für den Rennsport entwickelt. Getriebe, Sport. Tennessee, Nordamerika. Es gibt tatsächlich noch ein Upgrade. Für das Sportgetriebe. Krass. Federung, Standard. Macht er hier so sein Offroad-Schlamm-Ding. Und Ketten gehen, oh klar. Binde. Schnorchel, immer wichtig. Auf dem Dach, das... Der sieht aber eigentlich schon am geilsten aus, ne? Nee, ich nehm den. Was hat er dann? Einen internen Tuning-Koffer. Reparaturteile und 50 Liter Kraftstoff nochmal. So, was geht denn hier noch so? Oi. So ein Späßchen bin ich ja dabei. Die Lichter kriegt er. Ah. Ja. Klima kriegt er auch. Wenn ich jetzt noch die Hupen drauf kriege. Sauber. Lack. Oh. Das ist natürlich höchst interessant. Das interessiert mich nicht so. Ha? Also optisch? Fahr mal einen Meter. Hupe?
Oh, 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 oh. Der ist interessant. Der ist irgendwie interessant. Also, den möchte ich ja echt gern so ein bisschen in mein Repertoire mit übernehmen. Verbrauch ist, naja, aber man darf auch nie vergessen, der darf auch gern ein bisschen mehr verbrauchen. Boah, der ist halt auch schneller, ne? Also nee, ich gebe zu. So, ersten Eindruck. Er hat einen großen Tank, ja. Also da muss ich den Hemi recht geben. So als Scout kann man den schon benutzen. Ist ein netter kleiner Kerl, muss man mal sagen. Gefällt mir. Dann muss er hier auf die Rampe. Ja, ey, alles so für Werbung drauf. Cliff Otto. Kein Diesel? Hier gehört er hin. Hier gehört er hin. Das ist doch herrlich. Ist doch herrlich. Leute, wir werden für heute zig machen. Die Aufgabe war mir noch wichtig. Wegen dem Woron und den Anhängern da oben. Da macht sich der Zukunfts-Christian dann Kopf. Dafür hat sich schon gelohnt hier in Tennessee ein bisschen was zu machen. Der gefällt mir. Der ist neckisch. Der ist niedlich. Ihr Lieben, ich bin durch für heute. Es war mir wieder ein Fest mit euch. Wir haben trotzdem, finde ich, gut was geschafft heute. Ich würde trotzdem gerne mal gucken hier, weil ihr gesagt habt, hier ist dann auch so, musste vor 100% was dann mit mehreren machen. Oh, hier musst du übelst viel abschleppen, ey. Oh. 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 Musst du alle abschleppen. Hier hinten ist bestimmt das letzte Upgrade, wette ich mit euch. Weil wo soll es denn sonst sein? Guck mal, wir haben hier oben die Ecke uns angeguckt. Gut, hier oben glaube ich jetzt nicht so unbedingt. Ah, das sind die zwei letzten möglichen Ecken. Vielleicht, wenn wir den abschleppen. Vielleicht. Das sind eigentlich so schöne Missionen, das Abschleppen für diesen Feuerwehr-Six, den wir gekriegt haben in Kanada. Das kann man eigentlich schön mit dem alles wuppen. Aber naja. Zukunftsmusik. Wir werden sehen, wie es läuft.